Yo Leute, bin hier jetzt beim Augenarzt. Ihr wisst ja, mit meinen Augen ist nicht so leicht. Fünf. Aber, oh. Ich bin kurz- und weitsichtig und jetzt gehe ich zu dem Arzt meines Vertrauens. Habe auch eine Hornhautverkrümmung. Ja, mal gucken, was man da machen kann. Jetzt muss ich mir meine Nase putzen. Und ich bin auch schon dreimal operiert worden an den Augen. Von daher... Und hat das was gebracht? Anscheinend ja nicht. Die Maske habe ich in der Tasche. Wo ist denn die Maske? Hier. Der Praktikant. Nein, Spaß. Schön, dass du da bist. Auf geht's. Einmal reinspaziert. Kann ich sehen hier. Ich habe die Brille nicht auf. Das wollen wir ja ändern, ne? Aufgeregt? Bisschen, habe ich eben schon gesagt. Wir machen noch einmal einen Sehtest bei dir. Kannst du mir bitte einmal die Zahlen vorlesen? Das ist heftig. Da geht schon fast raten. Das musst du noch sehen, das auch. Und ab hier will ich dir den Führerschein wegnehmen. Ist es wirklich so? Oder das musst du noch sehen. Ja, warte mal, ich will mal gucken mit meiner Lesebrille. Alter, das ist wirklich, ich bin wirklich blind. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen bei Ihnen die Ferne und die Nähe besser machen. Ja. Sie können weder weit gucken, noch in der Nähe richtig gucken. Das wollen wir heute beheben. Und dazu nehmen wir einen ultraschnellen Laser der neuesten Generation, der eigentlich nur für Ihre Augen 8 Sekunden braucht pro Auge. Okay. Der Laser ist schnell, deswegen ist die Rehabilitation auch schnell. Das heißt, Sie können relativ schnell wieder Gas geben, ohne dass da 2 cm vom Oberarmumfang nun weniger werden. Ich bin froh. Die Brille hier, jetzt ist die Geschichte um. Ich hatte hier nicht 1000 Euro gekostet. Leute, so sieht das aus. Die Brille muss ich jetzt ein bisschen tragen. Der Arzt hat gesagt, jetzt eigentlich Ruhe. Irgendwie so. Genau. Danke. Schönes Wochenende. Ja, so, Döner. Ich muss mal kurz hier pullern. Hier ist die Klobürste noch drin wieder. Die sehe ich noch, aber die stört nicht. Damit es sauber ist. Musst du mir mal sagen, wie ich hier kurz den Pullover aus, weil ich schwitze wie ein Schwein. Jetzt Massephase mit Zwiebelring. Heißt Erna übrigens. Erna ist sehr müde. Erna? Das ist ja nur Pute, ungewürzt. Kein Fett da drin. Das ist wirklich das erste Mal, dass sie die Kamera sieht und sie scheint es gut zu finden. Sie guckt da. Wie schnell sie das isst, oder? So, wie ihr hier seht, die süße Prinzessin, der man gar nicht sauer sein kann. Ihr habt die Geschichte, die traurige, mitgekriegt mit meinem Enno. Ich habe dann hin und her überlegt, mir hat der Enno sehr gefehlt und in der Zeit haben Freunde von mir einen neuen Wurf gekriegt. Und Erna war eigentlich die letzte übrig gebliebene, haben mir dann angeboten und dann habe ich gesagt, wir gucken uns die Erna mal an. Erna kam dann gleich hinterher und wer meine Videos kennt, wie ich mit Enno war, der weiß ja, dass ich Hunde mag und liebe. Und dann habe ich sie abgeholt, knapp 3 Monate alt. Wollen wir gucken, was steht da? Gesamtgewicht 305 Gramm. Grau-Weiß, Mutter ist die Piper, die ist 19 geboren, Bolde ist 17. Sag mal, du kannst ohne Brille lesen. Ja, habt ihr gesehen, da die OP, die ich gemacht habe. Und ich kann das wirklich ohne Brille lesen, auch die kleine Schrift hier. Und ich kann euch sagen, ich würde das jedem empfehlen, der das Geld und die Zeit hat. Tut nicht weh, dauert nicht lange. Ich kann hier auch auf mein Handy das alles lesen, was ich vorher nicht lesen konnte. Ja, der Witz ist, wo ich das gemacht habe, bei Wolfgang Rauhut in der Praxis in Langhorn, hast du dein Leben lang Garantie. Das heißt, bei mir kommt später irgendwann noch meine Alterskurzsichtigkeit und die wird dann nachjustiert. Und das kostet dann nichts mehr. Also da gibt es praktisch kein Risiko. Also ich bin froh, ich brauche keine Lesebrille mehr. Autofahren ist auch was ganz anderes. Wirklich wie eine Neugeburt. Also das hätte ich nicht gedacht.
Ich habe schon vorbereitet Pellkartoffeln. Die sind noch lauwarm. Probiere eine Massephase zu machen jetzt über den Winter, weil... Du wolltest doch Diät machen jetzt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen angefangen mit der Diät. Ich brauche aber immer 2-3 Anläufe. Wir wissen nicht, wie es klappt, Muskeln aufzubauen, ob das in meinem Alter auch noch klappt. Deswegen gibt es Kartoffelchen, Kräuterquark und Magerquark und ein paar Spiegeleier. Hier ist auch Ernas Futter. Die kriegt nur das Feinste hier. Und hier hat sie Huhn. Eigentlich mag sie hier schon Pute, Banane, eventuell auch Apfel. Ich glaube, wenn ich mich entsinne, nimmt sie auch Apfel. Aber Apfel hat sie viel. Die Leute, die mich immer nach Rezepten fragen, ich mache jetzt hier 1 Kilo Magerquark und den Rest, den zeige ich euch gleich. Aber jetzt nochmal, um zum Thema Erna zu kommen. Es gibt mir mehr Struktur. Ich muss nämlich morgens, nachts, abends raus. So ist der Müllbeutel so klein eigentlich. Es sind wohl nur 25 Liter. Ich wollte 30 Liter. Für mich, ich bin jetzt wegen den Rezepten. Ich gehe nicht wie jeder andere von A nach B nach C, sondern ich gehe von A, Y, Z, kreuz und quer quasi. Das Ziel ist das gleiche. Normalerweise nehme ich 2 Magerquark und 4 davon mit reduziertem Fett. Gab es aber nicht mehr. Ich habe die letzten gekauft. Dann nehme ich jetzt 2 normale. Das ist sowieso Massephase. Oh. In der Küche, da könnte was runterfallen. Das kommt mir auch noch von jemand anders bekannt vor. Wie schön sie ist denn? Diese Waldkämme von einem anderen Hund auch. Leute, ich mache hier meinen Quark. Da müssen noch rein in die... Aber wirklich süß. Wer mich kennt, weiß das. Ich mag Tiere und ich mag Kinder. Ich bin bei den Kindern immer der Superman, der Hulk und weiß ich was. Und ich spiele auch gerne mit denen. Und wenn ich mal einen Euro übrig habe, dann kriegen die auch von mir, die Nachbarskinder oder so, einen Euro oder ein Eis oder weiß ich was. Warum rühren jetzt? Machen wir noch Kräuter. Kräuter darf ja nach. Ich rühre fleißig. Ich mache hier den Rührer. Da ist noch eine Weihnachtsbaumkugel unter. Und eine Maske, glaube ich, auch. Sie ist ein tolles Mädchen. Sie sucht jetzt weiter. Guck mal, was hier... So blöd, oder? Da könnte was drunter. Ich habe da aber mal eine Idee. Wir können da mal was machen. Mal gucken, ob es klappt. Anna, komm mal her. Jetzt pass auf. Verstand bringt. Der Quark geht weiter. Ich mache jetzt auf einen kleinen Teller eine kleine Erna-Portion. Weil jetzt mache ich hier nämlich mir noch eine Zwiebel und eine Lauchzwiebel rein. Jetzt geben wir immer Pute hier. Macht jetzt Beute, das reicht hier. So, jetzt machen wir hier schön rein. Könnte ein bisschen viel sein, aber. So, der Witz ist, jetzt lasse ich das wirklich kurz einen Augenblick ziehen, während wir Gas gehen, weil sonst kackt die mir am Push hier mal hin. Muss. Anna! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Sitz! Prima! Guck mal, wie sie, aber sie guckt schon ängstlich. Dabei habe ich ihr noch nie ein Fliegchen zu Leide getan. Na, aber wir müssen jetzt gleich raus. Muss mehr essen, weil man sieht die Rippen, aber... Hat sie nicht, jeder muss so groß und stark werden wie du. Nicht? Nicht mehr hier unten. Where did they all go? Leute, der Teller steht schief. Warum steht der schief? Ach so, weil der auf all meine Augentropfen stand. Jetzt esse ich hier meine 5 Eier und meine Kartoffelchen mit Salz und mit ein bisschen Eigelb hier. Mmh. Mmh. Vorzüglich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Den Bart lasse ich jetzt wieder wachsen.
Mit dem Färben bin ich noch unschlüssig, aber ich lasse ihn jetzt erstmal wachsen. Wir sind auch gespannt, wie oben die Haare wachsen. Wir lassen mal überall wachsen. Wenn ihr das seht, schönen Feierabend. Es wird wahrscheinlich nachmittags gesendet. Ich bin gespannt, wann ich das erste Mal sauer sein werde, aber wenn ich das hier sehe... Warst du bei Enno jemals sauer? Nee.